Ja, herzlich willkommen bei unserem Bilderbuchkino. Heute geht es um Anansi die Spinne. Die Anansi ist eine schlaue Spinne und lebt in Afrika im Urwald. Anansi ist nicht nur schlau, sondern auch immer hungrig und darum dreht sich die Geschichte. Bevor wir jetzt mit unserer Geschichte beginnen können, müssen wir uns natürlich ins Märchenland zaubern. Das machen wir mit der Magie der Klangschalen und unser Märchentor müssen wir aufmachen. Wenn wir das aufmachen und das geheime Zeichen machen, dann müssen wir mal unten anfangen, das geheime Zeichen unser Märchentor aufmachen. Also kommt ihr Kinder, wir laden euch ein, ins Märchenland zaubern wir uns hinein. Von Prinzen und Feen und Bösewichten, von Elfen und Spinnen wollen wir berichten. Der Hand, dann zaubern wir uns ins Märchenland. Das geheime Zeichen macht mit der Hand, dann zaubern wir uns ins Märchenland. Ich hoffe, ihr seid alle angelangt in unserem Märchenland. Dann können wir nämlich mit der Geschichte vom Anansi, der schlauen Spinne, beginnen. Und wie jede Geschichte, fängt auch diese Geschichte an mit Es war einmal. Es war einmal eine sehr schlaue Spinne. Das war der Anansi. Der wohnt in Afrika im Dschungel, das hat uns der Max schon erzählt. Und dieser Anansi, der hat immer Hunger. Und er teilt nicht gar so gern, das werden wir dann bald einmal sehen. Aber zuerst einmal hat er sich gedacht, ich habe solchen Hunger, ich muss mir was kochen. Dann hat er sich die Zutaten zusammengesucht und hat ein Lagerfeuer vor seiner Hütte gemacht und gebrutzelt und gebrodelt und gekocht und gebraten und es hat geduftet und ihm ist schon das Wasser im Mund zusammengeronnen und er hat sich so gefreut, dass es jetzt bald das gute Essen gibt und es war schon fast fertig und ja, so fein, so gut. Ich bin wirklich der allerbeste Koch auf der ganzen Welt. Ich freue mich auf das leckere Essen. Dann sind die Speisen fertig und Anansi bringt sie in sein Haus. Sein Tisch biegt sich, so viel hat er zubereitet. Er setzt sich hin und beginnt zu schmausen. Da klopft es an die Türe. Anansi zuckt zusammen. Nicht jetzt, denkt er. Aber er ist auch neugierig. Also macht er auf und schaut, wer da ist. Draußen war die Schildkröte. Oh, hallo Schildkröte, hat er gesagt. Das ist ja nett, dass du da bist. Aber in Wirklichkeit hat er sich gedacht, oje, die Schildkröte, was macht denn die da? Ich möchte ja essen und meine ganzen guten Speisen sind am Tisch und ich mag die allein essen. Hoffentlich geht sie gleich wieder. Und die Schildkröte hat gesagt, ja hallo Anansi, ich bin ganz weit gegangen, damit ich dich besuchen kann. Und jetzt bin ich sehr müde und muss mir ein bisschen ausrosten. Und dann hat sie geschnuppert, weil ihr der Duft von den guten Speisen in die Nase gestiegen ist und hat gesagt, Anansi, und ich merke gerade, Hunger habe ich auch von dem weiten Weg. Oje, hat sie der Anansi gedacht, jetzt hilft's nichts. Die Höflichkeit gebietet und hat gesagt, ja, liebe Schildkröte, magst du nicht einer kommen zu mir? Und wirklich ist die Schildkröte eingegangen und hat sie hingesetzt, gleich zum Tisch und hat sie die leckeren Speisen angeschaut und der Anansi war schon ein bisschen verzweifelt, weil sie dachte, mein gutes Essen, jetzt muss ich das teilen, was mache ich nur? Und weil er ja so schlau ist, ist ihm auch gleich eine Idee eingefallen. Und er hat gesagt, aber Schildkröte, wo bleiben denn deine Manieren? Das gehört sie doch nicht, dass du dich ohne die Hände zu waschen bei mir an den Esstisch setzt. Und die Schildkröte hat gleich ganz betroffen geschaut und gesagt, oje, ja wirklich, das tut mir aber leid. Ach, da gehe ich aber ganz schnell und gehe mir die Hände waschen. Der hat natürlich schon gewusst, wenn Schildkröten schnell irgendwo hingehen,
dann dauert das seine Zeit. Und genau mit dem hat er gerechnet. Und sobald sie die Schildkröte umdreht hat, hat er schon angefangen mit Essen und hat geschmatzt und geschleckt und gemampft und gebampft. Und genau wie die Schildkröte zurückgekommen ist, hat der Anansi den letzten Bissen gegessen gehabt und es war nichts mehr da. Und die Schildkröte hat geschaut und hat gesagt, aber Anansi, jetzt hast du alles aufgegessen, du hast mir überhaupt nichts überlassen. Tja, hat der Anansi gesagt, wenn man ein Essen vom besten Koch der Welt am Tisch hat, das darf man nicht kalt werden lassen und du hast einfach zu lange gebraucht. Jetzt habe ich mich selber um mein Essen gekümmert. Tut mir leid für dich. Und die Schildkröte war natürlich sehr enttäuscht und hat sich auch sehr geärgert und hat sich gedacht, naja, dann hilft's nichts. Dann gehe ich halt wieder nach Hause. Und hat sich umgedreht und ist hinausgetrappelt. Der Anansi hat mich reingelegt, denkt sie. Da muss ich mir was einfallen lassen. Anansi aber denkt, das ist ja noch einmal gut gegangen. Hoffentlich ist die Schildkröte nicht allzu böse auf mich. Er streicht sich über den dicken Bauch und macht ein Nickerchen. Und schon am nächsten Tag hat der Anansi eine Einladung bekommen von der Schildkröte zum Essen. Da hat er sich natürlich sehr gefreut. Er hat sich gleich doppelt freuen können, weil erstens hat er sich gedacht, ah, na super, die Schildkröte ist doch nicht sauer auf mich, weil das mag er ja dann doch auch nicht so gern. Und außerdem kriege ich was zum Essen. Und hat er sich sofort auf den Weg gemacht zum Teich, wo die Schildkröte wohnt. Und wie er da hingekommen ist, da ist die Schildkröte auf dem Stein gelegen und hat sich die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. Hallo Anansi, schön, dass du da bist, hat sie gesagt, die Schildkröte. Gut, jetzt müssen wir gleich an den Grund des Teiches runtertauchen, weil da unten habe ich das Essen vorbereitet und ist schon von ihrem Stein runtergekupft und ist runtergetaucht bis zum Grund des Teichs und hat ein bisschen in sich hineingekichert, weil die Schildkröte hat natürlich gewusst, dass Spinnen nicht besonders gut tauchen können und dass diesmal sie das Essen kriegt. Der Anansi wird natürlich noch hinunter ins Wasser und ist ins Wasser gesprungen, aber er ist viel zu leicht und deswegen geht er nicht unter. Er versucht es mit einem höheren Sprung und platsch, ein bisschen geht er unter. Dann springt er noch höher und versucht zu tauchen, aber es hilft nichts. Hui, ist er wieder nach oben. Komm schon, ruft die Schildkröte, ich kann nicht so lang warten. Und von oben hat der Anansi schon gesehen, dass die Schildkröte unten sich zum Tisch setzt, wo die guten Speisen sind. Jetzt hat er sich geschwind einen schlauen Plan ausdenken müssen. Und ihm ist auch tatsächlich was eingefallen. Er hat ja die schöne Weste angezogen, damit er die Schildkröte besuchen kann. Und in die Westentaschen, da hat er sich jetzt Steine reingetan. Und die Steine, die haben natürlich nach unten gezogen. Und wie er ins Wasser gekupft ist, ist er sofort nach unten gesunken und direkt neben der Schildkröte und direkt an dem gedeckten Schildkröten-Mittagsmahltisch ist er gelandet. Und wollte schon zu essen anfangen, da hat die Schildkröte gesagt, aber Anansi, wo bleiben denn deine Manieren? Weißt du denn überhaupt nicht, was sie gehört? Du kannst dich doch nicht zu mir an den Mittagstisch setzen und deine Weste anlassen. Das gehört sie nicht. Hat der Anansi gesagt, aber das Wasser ist schon ein bisschen kalt. Ich glaube, ich muss meine Jacke schon anlassen. Nein, hat die Schildkröte gesagt, das geht gar nicht. Zieh's aus. Dem Anansi nichts anderes übrig geblieben.
Er hat die Jacke ausgezogen und ihr könnt es euch denken, in dem Moment, wo er die Jacken weggetan hat, hat er das Gewicht von den Steinen nicht mehr gehabt und ist blub, 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 nach oben und hat nur noch von oben zuschauen können, wie die Schildkröte unten am Grunde des Teichs sie das leckere Mahl schmecken lässt. Und diesmal hat sich die Schildkröte den satten Bauch reiben können und der Anansi war ausgetrickst und hat hungrig nach Hause gehen müssen. Das war die Geschichte von der schlauen Spinne Anansi und der Schildkröte. Und wir werden uns jetzt wieder zurück aus dem Märchenland zaubern. Diesmal müssen wir für unser geheimes Zeichen oben anfangen, damit das Märchentor wieder zugeht und wir wieder in der Kulturplattform ankommen. Das geheime Zeichen macht mit der Hand, dann zaubern wir uns zurück aus dem Märchenland. Das geheime Zeichen macht mit der Hand, dann zaubern wir uns zurück aus dem Märchenland. Märchenland und Märchenlieder. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Und wir hoffen sehr, dass das nächste Mal wieder mit Publikum ist. Und bitte schaut einfach auf der Seite der Kulturplattform St. Johann nach im Internet, wenn unser nächstes Programm ist. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.